FIFA 13 Ultimate Team. Ja, mit diesen Worten begrüße ich euch rein theoretisch eigentlich zum neuen Part in der Web-App, denn FIFA 13 ist ja eigentlich noch nicht raus, sei denn, einer von euch ist jetzt ein Xbox 360 oder PlayStation 3 Besitzer, inklusive der Pre-Pass oder wie der Kram heißt, dass man, ich glaube, ab heute Abend kann man spielen oder so, ich habe keine Ahnung, kann auch sein, dass ich mich täusche. Nichtsdestotrotz möchte ich doch euch einfach mal auf den laufenden Stand bringen, wie es momentan bei mir aussieht in der Web-App und was hier so abgeht. Diesmal, nachdem es mehrfach gewünscht wurde, ist die Web-App in Vollbild, ne? Also, vielen Dank da für die, ja, Kritik nicht, aber es ist alles ersichtlicher für euch. Fangen wir doch erstmal damit an, wie viele Münzen ich habe. Ich habe 9.363 Münzen. Die habe ich mehr oder weniger ertradet, wie man hier sehen kann. Hier sind halt ein paar Spieler, die irgendwann mal weggegangen sind und viele Spieler, mit denen ich handle. So, die Frage ist jetzt natürlich, hey, wie hast du das geschafft? Denn du hast ja theoretisch gesehen mit 0 Münzen angefangen. Klar, das ist richtig. Wenn man jetzt aber an den ersten Part zurückdenkt, werden sich die meisten daran erinnern, dass ich auch ein paar Spieler gezogen habe. Davon habe ich einige verkauft, den einen für ein bisschen mehr, den anderen für ein bisschen weniger. Beispielsweise Kroos. Kroos ist ja, was weiß ich, 4.000-5.000 wert. Ich habe den ja für 2.500 Sofortkaufpreis verkauft. Der ging dann leider auch dementsprechend schnell weg. Aber egal, das sind Münzen, mit denen man viel anfangen konnte, dementsprechend auch gut arbeiten konnte. Momentan sieht das bei mir auf dem Tauschstapel so aus. Ich habe den hier immer noch nicht verkauft bekommen, diesen Jujik, wie auch immer heißt, mag der Bombenwerte. Aber scheinbar ist der in der russischen Liga einfach total unbeliebt oder so, ich habe keine Ahnung. Jedenfalls habe ich ihn anfangs für 5.000 reingestellt, er geht nicht weg. Jetzt geht er scheinbar nicht mehr für 1.400 weg. Vor allem noch in 4-1-2-1-2, sofern das wieder die beliebteste Aufstellung wird, wird man ja sehen. Anderenfalls habe ich mir hier ein paar Brasilianer zugelegt, beziehungsweise Brasilvas, wie diesen Maicon. Victor Simoes, der kommt ja aus der neuen Liga, also der Saudi Pro League. Eine sehr, sehr geile Liga, wo ich mit dem entsprechend höchstwahrscheinlich auch nochmal ein sehr, sehr schönes Team zu machen werde. Dann Luis Alberto, Saumaoro, den kennt man wahrscheinlich noch aus meiner Pro League Mannschaft, also der silbernen belgischen Ligamannschaft von mir von FIFA 12. Er ist ein linker Flügelspieler. Den habe ich für 2000 Münzen bekommen und der war auf dem PC letztes Jahr um die 10.000 wert und ja, war von den Werten her genauso. Also hat sich, glaube ich, nur ein ganz bisschen verschlechtert oder wenn nicht sogar verbessert, weiß ich gar nicht. Duarte ist auch ein sehr gängiger und bekannter Spieler aus FIFA 12. Wesley, ein super geiler zentraler Mittelfeldspieler aus Brasilien, beziehungsweise auch noch aus der brasilianischen Liga mit sehr, sehr geilen Werten. Also vor allem die Ingame-Werte überzeugen. Und sonst sind das hier mehr oder weniger nur nach dem Motto, Kleinvieh macht auch Mist. Hier zum Beispiel die Trikots verkaufe ich, auch wenn die irgendwie nicht weggehen wollen. Und Chamberlain, Oxalane habe ich noch drauf. Mal gucken, ob der sich verkaufen wird. Den habe ich auch ein bisschen günstiger bekommen. Hoffentlich passt das alles. Beobachtungsliste sieht natürlich so aus, dass ich momentan eher Goldspieler im Auge habe, denn bei Goldspielern ist der Vorteil, dass einfach die Interesse an denen höher ist. Die meisten wollen sich direkt eine Goldmannschaft bauen und dementsprechend bin ich der Meinung, ist es besser momentan mit Goldspielern zu handeln, denn Silberspieler, ich sehe es bei mir, gehen relativ selten weg. Teamtechnisch habe ich jetzt einmal den FC Kotnarscher wieder und wieder die First Silvers, oder nicht wieder, das sind einfach nur mein erstes, das wird mein erstes Silberteam, um es so auszudrücken. Bei FC Kotnarscher habe ich mir jetzt einfach nur eine Mannschaft zusammengeprimelt mit Spielern, ja, die ich aus dem ersten Pack gezogen habe, außer ihn hier. Ihn habe ich mir gekauft, er ist der allergeilste, 2400 hat er gekostet, kommt aus der N-Power Championship League, oder wie sie auch immer heißt, mag, die zweite englische Liga, sagen wir so. Der hat einfach mal Werte von 84 Tempo, 70 Schießen, 68 Passen, 76 Dribbeln und 72 Kopfball. Der hat überragende Ingame-Werte. Ich glaube, der ist sogar 4-Sterne-Trickser und 4-Sterne schwacher Fuß. Oder nur 4-Sterne schwacher Fuß oder nur 4-Sterne Trickser, ich weiß es nicht. Irgendwas ist auf jeden Fall eine 4. Sehr, sehr geil, der ist auch 8.000 bis 10.000 in etwa wert. Ja, kann man sich nicht großartig beschweren. Ich habe ihn für 2600 bekommen, den nutze ich für mein Team und das sieht man dann auch gleich, was das für ein Team sein soll. Verhey kann ich auch noch reinmachen, den habe ich mir auch gekauft. Dementsprechend könnte ich so jetzt schon anfangen zu spielen, wie man sehen kann. Es wäre jetzt eine Mannschaft, mit der ich ohne Probleme die ersten Spiele, denke ich mal, überstehen werde. Wie gut, sei erstmal dahingestellt, ob ich gewinne, verliere oder sonst irgendetwas, muss man sehen. Vor allem stellt sich für mich ja immer noch die Frage, kann ich Ultimate Team nun online auch auf manuell spielen? Ich weiß es nicht, das wird sich herausstellen, das werde ich erst dann sehen, wenn es soweit ist. Ich hoffe, dass ich Montag oder Dienstag damit durchstarten kann, wenn ich dann endlich FIFA 13 in den Händen halte.
Und jetzt gehen wir auf Mannschaftsauswahl und hier nennt sich die erste Mannschaft First Silvers. Die Aufstellung ist die 4-4-1-1 Formation und hier baue ich mir, wie man sehen kann, an den Wappen ein silbernes Endpower Championship Team zusammen. Und ja, da sind Spieler bei, die auf jeden Fall einen sehr, sehr netten Eindruck machen. Zum Beispiel auch der Linksverteidiger, sehr geile Werte mit 85 Tempo, 72 Passen, 71 Abwehr, sehr geil, also richtig, richtig gut. Auch mein Innenverteidiger Rita, 64 Tempo, 75 Abwehr und 70 Kopfball, dazu ist er auch noch echt relativ groß. Und ja, hier gibt es auch noch ein paar freie Positionen, an die Spieler bin ich noch nicht herangekommen, die sind mir momentan noch ein bisschen zu teuer. Ansonsten habe ich hier mit King auch noch einen schönen Schnapper gemacht. 72 Tempo, 71 Schießen. Das reicht schon als zentraler Stürmer, um geil zu sein, weil Tempo dort ja nicht ganz so wichtig ist. Dazu ist er noch 4 Sterne schwacher Fuß und 74 Kopfball. Also der ist schon ein ordentliches Kopfballbiest. Passwert könnte ein bisschen höher sein, aber nichtsdestotrotz bin ich damit zufrieden. Vor allem für einen Preis von 350 Münzen ist das ja nun wirklich spottbillig. Und ja, Verhey, auch sehr, sehr geile Werte, fast alles im 70er-Bereich. Hier stimmt dann auch wieder der Passwert mit 73. Und nichtsdestotrotz werde ich hier dann schöne 2 oder 3, 4 Sterne-Tricks haben. Und ich hoffe, dass diese Mannschaft mir sehr, sehr viel Spaß machen wird. Meine Planungen sehen, ja, wie folgt aus. Ich werde einige Münzen-Tutorials machen, denn wie ihr sehen könnt, geht es hier mir oder komme ich mit dem Handeln ja relativ gut voran. Dementsprechend kann ich euch da wieder die ein oder anderen schönen Taktiken zeigen. Viele hatten sich ja damals an meiner Silbermethode erfreut. Da kriege ich ja bis heute noch unendlich viel Feedback für. Naja, nichtsdestotrotz, ja, wie gesagt, Tutorials zu Ultimate Team. Ich werde wieder Teamvorstellungen machen von meinen eigenen Teams, die ich mir zusammenbastel. Ich werde wieder Matches machen. Ich werde die Seasons machen, die es jetzt neu gibt bei Ultimate Team. Und dementsprechend mal komplette Live-Commentaries, mal schneide ich wieder 2-3 Spiele zusammen, wie das ja mal viele ganz gerne mögen. Damit einfach mehr Action in dem Part ist und das dann schön mit Musik unterlegen und theoretisch gesehen, wo wir gerade dabei sind, könnte ich hier jetzt eigentlich auch mal ein Goldset aufmachen für 7500, aber das lasse ich. Denn da kommt im Normalfall eigentlich wirklich nur Mist raus, das brauche ich im Moment nicht. Ich habe mir auch ehrlich gesagt noch gar kein Paket gekauft, aber ich werde mir jetzt wahrscheinlich CC ersteigern. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich von euch. Ich bin euer Hahn. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Viel Spaß beim Traden, beim Ultimate Team Modus von FIFA 13. Bis zum nächsten Mal.